Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, ich hatte ein paar Tage Aufnahmepause. Guten Morgen. Ist aber nett, dass ich hier gegrüßt werde. Genau, ein paar Tage Pause. Erstens wegen der Hitze. Zweitens, weil ich Dave the Diver gezockt habe. Und zwar inzwischen komplett durch. Da wird es kein großes Let's Play drüber geben. Das habe ich auf der PlayStation gespielt. Ich weiß nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Es hat auf jeden Fall eine geniale Gameplay-Loop. Ach, Dutch will was von mir. Zuerst will ich mich mal umziehen. Ein neuer Tag, ein neues Ich. So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Maus wegplatzieren. Ach, haben wir noch was anderes? Ansonsten wird mich der Revolverheld wieder interessieren. Und den Patronengurt kann ich wahrscheinlich nicht ausstellen. Gleich geht's. Oberteile. Zählt es als Weste? Ich glaube nicht. Wir könnten es freistylen. Das machen wir lieber nicht. Beinschützer, Stiefel, Sporen, Masken. Corona ist doch aktuell nicht so schlimm. Braucht man doch keine. Obwohl, ja, besserer Zustand der Zähne als bei so manchen Briten. Taschen, Beinschützer, Waffenausrüstung, Waffengürtel. Das sieht doch aus wie ein... Ah ne, das ist der Gürtel. Holster ist was anderes. Da steckt ja eine Waffe. Patronengurt, das klingt richtig. Kein Patronengurt. Okay, ich hoffe, das ist nur optisch. Gefällt mir mal besser, nicht wie ein Rowdy auszusehen. Und dann will erstmal das Camp ein bisschen Geld von mir, bevor ich mit Dutch rede. Wir müssen ja unsere Ehre steigern, damit wir ein tolles Outfit. Guten Morgen. How are you doing, Molly? Will ich gar nicht wissen im Moment. Wir sind doch schon eine Weile hier. Naja, schönen Tag noch. So, $20 und 1 Cent muss ich spenden. Ich habe so viel Geld. Das kenne ich gar nicht. So, Geld. So um die $20, also mehr als 20. Mach mal 21. Hui, und hoch mit der Ehre. Ach, das fühlt sich so gut an. Das fühlt sich so gut an. Ich bin wieder ein positiver Mensch. So, jetzt aber einmal reden mit Dutch. Oh, der hängt nur so ab. Was machst du da? What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shit. Boah, mein Hintern ist auch ein bisschen feucht. Na, hier ist auch warm. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Ja, das ist gut. Take Charles with you. Oh, ich mag Charles. A pair of you would make a statue sing out its secrets. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, aber danke fürs Kompliment. Ja, wunderbar. Charles, komm mit. Wir müssen Trelawney ausquetschen. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Ich hätte wenigstens bitte sagen können. So, ich habe tatsächlich auch Mods installiert. Keine Sorge, nur grafisch. Also es könnte sein, dass Texturen besser sind und vor allem die Gesichter, hoffentlich auch in Cutscenes. Ja, mehr habe ich nicht verändert. Vielleicht fällt es euch auf. Vielleicht nicht. Ich weiß gar nicht, ob es geladen hat eigentlich. Gibt ihr den Lenny Modloader. Sollte funktioniert haben. Gab keine Errormeldung. Aber ich sehe noch nicht wirklich den Unterschied. Ich habe es aber auch nur für 2-3 Minuten versucht zu testen. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney. About these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Ja, auf jeden Fall. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. Ich weiß nicht, ob das auf Dauer gut geht. So, spirits seem good.
Ist auch das beste Lager, was gibt. Between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he. Wo bist du denn? Hold up a second. Ja, was machst du da hinten? Come on. You're heading the wrong way. Ja, ist ja gut. Jetzt. So, you were saying? He's a strange one. Och, eigentlich ist er ganz lustig, der Trelawney. He's just a cockroach in fancy britches. But he gets into nooks and crannies the rest of us can't. We just need to find him before he scurries off again. I think it's just up here. Da hatte ich noch ein bisschen Müsli im Hals stecken. Einen kleinen Krümel. Hier kann man ja Dynamit wieder auffüllen. Ist hier nicht auch der Dynamitfritze irgendwo? Oh je. Ich glaube, Trelawney ist schon wieder weg. That one with the fire outside. Let's take a look. Someone got here first. Na, schlecht, so aber du hast einen tollen Waffenskin. By the looks of things, it wasn't a social call. Wo sieht hier generell nicht so gut aus. Muss ich jetzt rein? Gehst du? Ah, okay, du gehst zuerst. Gone. Shit, this don't look so good. Well, he clearly ain't here, so where is he? Let's take a look around. Zigarre. Und schöne Handschuhe. Wieso lässt er die zurück? Ihhh, was zu essen. This food barely touched. Looks like he left in a hurry. Ein schöner Block Käse ist das, glaub. Arthur, nimm ihn mit. Der ist relativ teuer. Eine Notiz. Was steht denn drauf? Common Stock Tacticus Kilgore Mining Company. Okay, Mineralienanteil. Kann das Bett untersuchen. Bed's not made, so he must have been here recently. Ich mach mein Bett nie. Wozu den Aufwand? Leg mich eh so oft rein. Oh, ich kann Apfel stehlen. Apfel. Big struggle. Pretty recently, I'd say. Just maybe, Apfel. 12 hours ago. Der Apfel hin. But nobody? Ah, da liegt er. Not yet. Komm schon. Ich werde nicht zu meinem Apfel kommen. Richtige Spiegelhöhe. So kann man sich die Schritthaare schön rasieren. Nichts anderes. Komm schon. Okay, es gibt keinen Apfel für uns. Zigaretten hätte man noch mitbekommen können, aber das ist ja alles voll. Braucht man mal wieder eine. Na, fress mal vielleicht lieber einen Keks, ist gesünder. So, Premium-Zigaretten. Kann mich einfach nicht dran gewöhnen, nicht mal im Spiel. They went down the path here. How's your tracking these days? Ja, wunderbar. Pferde. Alright, I guess. Die hat ein cooles Pferd. Lead the way, then. Na gut. Das Pferd kennt hoffentlich den Weg. I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. Tja, das ist eigentlich, wollte ich auch sagen, warum lebt er eigentlich in einer, so einer schiebigen Baracke da? You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Und ziemlich sicher. I still ain't sure. Ziemlich sicher, dass ich die finden will. Hey, look. They continue on the other side of the tracks. Ja. Abschie. Vielleicht mal ein bisschen hier Dampf im Pferdekessel machen. Dankeschön. Gutes Pferd. Ist hier nicht irgendwo unser Camp? Ist das nicht vorsichtig? Ich will nur reden. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here.
You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. Schade. He uses a cane. Looks a lot like this one. Oh, Jungs. Ihr sollt doch nicht lügen. Ist eine Sünde. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Immer auf die Plauze. Hauze, hauze. Immer auf die Plauze. Oder ins Gesicht. Gesicht ist eigentlich effektiver. Uiuiui. So, dann rede. Ich übernehme das hier, Charles. Ich kann gut schlagen. Ich schlag dich. Tell me where he is. Ja. You go to hell. Schlagen. You better tell me now, you son of a bitch. Da, wo das herkommt, kommen noch mehr. For Christ's sake. Ah. They took him to a cabin. Over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. Ich könnte ihn erwürgen oder freilassen. Ich kann ihn aber nochmal schlagen. Na ja, gut. Geh raus hier. Der letzte ging aufs Haus. So, meinen Hut lasse ich mal liegen. Muss mal sehen, wie meine Haare sind, ob wir wieder zum Friseur müssen. So, das nimmt... 23 Dollar. Was denn da passiert? Bist du ein gutes Pferd? Ganz ruhig. Du bist ganz ruhig. Das ist fantastisch. Guter Brandy. Runter damit. Wollen die Mission bzw. den Morgen ja auch richtig starten. Weiß jetzt nicht, ob das der Brandy war, aber... war's. Gut. Jo, rauf aufs Pferd. Gar nicht verkehrt. Come on, let's go. Okay, Charles reitet anscheinend vorne. I think there's a way around, so we don't have to go through the Braithwaite's place. Sehr gut. Yes. I've spent enough time there. After you, then. Kann mich nicht wirklich an die Mission erinnern. You okay? Vielleicht ein bisschen. I'm good. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. He don't know where we're holed up, though. Glaub, das ist ganz gut. I don't know why Dutch still deals with him. Always disappearing for weeks on end. He's got his uses, and, well, loyalty matters to Dutch. Of course. But is Trelawney loyal? Yeah, kind of. I guess Trelawney ain't exactly disloyal. Just got a big mouth. Don't worry. If he talked, I'll goddamn find out what he said. Das werden wir machen. Ich hab nämlich gute Fäuste dabei. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? Das passiert eindeutig zu oft. To be both lucky and unlucky at the same time. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big. I guess that's his special talent. Keeping fish on the line. Ein gutes Talent. Ist es noch arg weit? Ich will was erschießen. Irgendwas Böses. Jetzt konnte ich nur hauen. Tja. Ah, Schild hätte ich auch mal lesen sollen. Vielleicht dürfen wir hier gar nicht rein. Weizenfelder sehen schon cool aus. Haben die neue Terra-Textur? Ja, hab keine Ahnung. Das Spiel sieht eh atemberaubend aus. Ja, ein paar Textur-Enhancements können nie schaden. Obwohl, manchmal können sie schaden. Weiß nicht, warum ich das gesagt habe. Da ist mir schon einiges passiert. Vor allem in Minecraft mit komischen Texture-Packs. Oder ganz damals mit diesen riesigen Texture-Packs. Also wirklich mehr als hochauflösend. Oder zu hochauflösend. Let's get you out of here. Come on.
Come on, boy. Hey. The thing is, after that sack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Nicht abhauen. Is that the lot of them? I think so. Sieht richtig gut aus, Kurt. Don't worry, they won't be for much longer. Look, go get them, Arthur. I can handle this. Nicht abhauen. Who knows what he told them? Let's get after those son of bitches. Wieso haut der ab? Hä? Ah, oh. Green. Wo sind die denn hin? Oh, ich hab auch einen Lancaster. Hab ein. Meiner. Das war aber auch kein Headshot. Erstmal plündern. 30 Dollar. So könnten die Feinde dauernd sein. Zieh deine Waffe, Arthur. You boys ain't da ist er doch, oder? There's one over here. Loot, loot, loot. Hat er auch so viel Geld? Noch einer. Look at the birds. Go that way. Oh, nur 21. Was? Auf die Vögel? Ah, da wo die Vögel sind. Oder die verscheucht. Würdest du öfter deine Waffe mal parat halten? Da ist er doch. Hallo? War da keiner? Bin ich blöd? Also ja, ich bin blöd, aber... Da hinten ist Charles. Leiche. Komm schon. Aber auf Verdacht geschossen. Wo ist denn der Arsch? Komm raus! Also der da unten wird es nicht sein. Mach ich was falsch? Ist er weggelaufen? Vielleicht ist er da oben. Hey! I see something on the ground over here! Ah! War auf der falschen Seite. He's dumped his gear. Look around. He can't have gone far. Da hat wohl jemand Schiss. Vielleicht habe ich ihn ja schon erwischt. Also ein nackiger Mann, der hier rumläuft. Sollte ja irgendwie erkennbar sein, ob die nur in dem Radius. Nee. Können wir die nicht einfach abfackeln, die Felder? Oder den Mähdrescher rausholen? Also tut mir leid, ich sehe hier keinen. Und das Maisfeld ist noch nicht mal so dicht. Keep looking, Arthur. He must be close. Hallo? Irgendwer? Gibt's doch nicht. Können die denn hier einfach so versteckt? Au! Wie denn das? Charles, Hilfe! He's mine! We'll take him. We'll get out of here. You have my friend. He's not your friend. I'll give you money. Be quiet. Oh, Wurfmesser. Dankeschön. Come on. You should have taken the money. I know. I'm a fool. Ich würde noch gern Plünder. Thank you. Die haben alle so viel Geld. Warum? Ist das jetzt Trend? Glaubt die Bösewichte haben Inflationsausgleich bekommen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Wieso ist der weg? Wollt ihn abknallen, den Bastard. Nee, ihr geht zur Hölle. Ich bin nicht so böse. 21 Dollar. Der zielt hier nicht gescheit. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Good. He should be the last of them. Alright, let's go back for Trelawney. Nehm ich. You alright? Seltenes Rolling Block Gewehr. Never goes easy, does it?
Sure anscheinend don't. Nicht. Come on. Let's go see noch mal 20 Dollar. The slippery feller. I wonder how much trouble he's brought with him. Ja, wir schauen uns jetzt erstmal hier noch ein bisschen um. Seems like we can't catch a break now, Arthur. Our luck's held this long. We got out of worse scrapes than this one. So I heard. Komm schon. Zigaretten oder irgendwas hier. Government agents and bounty hunters to us. I hope you're right. Natürlich habe ich recht. Papa weiß, wovon er spricht. Aber hier ist kein Loot. Das macht nicht Mut. Und das macht ein bisschen schlechte Laune tatsächlich. Wo sind die Zigarettenverpackungen? Würdest du weiterlaufen? Einfach weiterlaufen. Hier gibt es nichts zu sehen anscheinend. Nichts zu stehlen. Dann auf zu Trelawney. Wie ist das hell draußen? Pferd. Komm her, Pferd. Ach, da. Da kommt's angerannt. Ich glaube, die Mission hätte man besser lösen können. Ich kann mich nicht erinnern, so am Seil gewürgt worden zu sein. Zumindest nicht im Spiel. Und Charles, kommst du mit? Hast du ein Pferd? Da ist dein Pferd. Okay. Dann komm mal mit. Ach, da oben hockt er ja noch rum. Mr. Trelawney, where are you? Da steht er. Over here, dear boy. Der sieht aber übel zugerichtet okay? aus. Never finer. So, who was they? They were bounty hunters. Attached to Cole Stoudemire. Okay. They weren't. Ah, die Gesichtstexturen sehen doch besser aus, oder? No. Ich würde sagen, ja. What'd you tell them? Not much. I told them I was an intellectual. Come down here from Oregon, looking for a job at the university. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. Sure, so I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles. You take Trelawney back to camp. I'll catch up with you. Okay. Ach, souverän geplündert, zumindest in der Mission. There always seems to be more. More and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but even that ain't the way I remember it. Hey, wie lang war das jetzt? Wieso ist mein Bart wieder so lang? Oh, Silber habe ich sogar bekommen. Okay, wir sind in Rhodes. Die Glocke erkenne ich immer. Was hätte ich besser machen können? Alle Trelawneys Hinweise untersuchen. Ja, Entschuldigung, dass ich mit wenig Informationen auch was anfangen kann. Kann ich die Glocke eigentlich zum Schwingen bringen? Schwingen, nein, draufschießen eventuell. So, wie sieht's aus mit der Ehre? So mittel, würde ich sagen. Wir müssen mehr in den weißen Bereich. Hab irgendwann mal gelesen, dass die Zwischensequenz, die wir gerade hatten, nicht gut ist, wenn man die bekommt. Oder dass, wenn man böse ist, dass die eher auftaucht. Rede, muss ich mir nochmal zusammen googeln. Weiß auf jeden Fall, dass die Ehre es ein bisschen beeinflusst, obwohl ich nicht arg weiß, wie und wohin, außer dass die Leute sich entsprechend verhalten. Ja, natürlich kriegst du Geld. All dich gut. Ja, hey! Ebenso. What you doing here? Just visiting old friends, I guess. Well, you better get out of here. There's a bunch of government agents I met asking about you all across town. What? Them and a bunch of bounty hunters too, I think. So. Yeah. Yeah, man. Uh-oh. You don't seem too scared. Guess not. Well, they seem pretty mad. Oh, das sind sie immer. What'd you do? Och, dies und das. Well, you better get out of here. Dankeschön, Freund, für die Warnung. Ich hab jetzt ein bisschen mehr Bammel.
So, nicht in die Pferdekacke treten. Das wäre tatsächlich Mist. Da liegt aber überall was. Mensch, welcher Gaul ist da denn durchgeritten? Wir haben hier zwei Fragezeichen. Wollte gerade eigentlich sagen, wir gehen jetzt zur Mission von John oder so. Aber wieso haben wir hier denn Fragezeichen? Vor allem zwei davon. Naja, wollen wir mal. Okay, wahrscheinlich die zwei, die da hocken. Oder der da... Nee, der liegt. Ja, der heißt recht, alter Mann. You okay? Do I look okay? Nicht wirklich. No. You look awful. Ja, tatsächlich. Look at me. Useless. I wasn't born to this. I didn't deserve this. I used to be a gentleman. Ein Bart wird nicht schaden. Comes instead. Good for you. If that's anything to boast about. They took everything from me. Who did? They. And what did they take? My whole life. A whole way of living, a career. I stole a lot of things, but that's quite a lot to steal. Look at me here, living in the shit and in the mud. I'm sorry. Lass alles raus. Lass alles raus. Besser raus als rein. My whole house. The house my grandfather built. It's all dilapidated and destroyed. Repossessed by the bank. No, sorry to hear that. Ich überfall Banken. I'm supposed to live a different life. Ja, muss man selber was für tun? If only I could get my old things back. Selbst dann hat man keine Garantie. First mementos, a watch, old pistol, my ledger. Where's this house again? Compson's Stead. It's north of Scarlet Meadows. Dann schaue ich da mal vorbei, würde ich sagen. I'm living rough over by Harris Field. Well, if I'm ever out that way, I'll see what I can do. Kann ich ruhig, alter Mann. Time is hell. Zumindest, dass sie so schnell vergeht ist. Nicht so pralle. Haben wir einen Friseur? Wir haben keinen Friseur, interessant. Da haben wir aber noch ein Fragezeichen. Mein Bart ist etwas zu lang für meinen Geschmack. Leider habe ich im... Jeremiah? Wer ist Jeremiah? Hallo? Irgendwer hat was von Jeremiah gesagt. Hallo? Alles gut? Weiß ich nicht. Ich glaube, der redet, oder? Hä, war der nicht gerade... Ach, das ist der Abgeranzte, der von seiner Bank aufgestanden ist. Okay. Für einen kurzen Augenblick verwirrt. Wollte nur sagen, ich habe im Real Life keinen wirklichen Bartwuchs. Das bereue ich jeden Tag. Und mein Doppelkinn genauso. Alles gut bei dir? Hallo? Licht ist an, aber keiner zu Hause. You okay there, mister? You need me to move. Move? I am. I'm sitting in the wrong place. Excuse me? Nein? I didn't mean any offense, sir. Please. I don't get your meaning. I'm very sorry, sir. You have yourself... a fine day, and I apologize for any offense I may have inadvertently caused. What are you drinking, mister? Nothing, sir. Nothing at all. Why are you acting so strange? I don't mean to. I'm sorry for any offense. How could you have offended me? I have no idea. But I had no idea how I offended the last fellas, and they stole my wagon on account of my impudence. Stole your wagon for back check? They didn't like my medical practice, I suppose. I was helping folk. And that wasn't popular? I was undercutting the competition. Or I was too colored. Or I was irritating in nature. Or I was some know-it-all, big city slicker here to demean some good old boys of my fine words. The exact variety of my sins was the source of some conjecture. So ach, der amerikanische Süden. Well, that ain't very nice. That was my impression. Still. Compared to the gutting, castration, defenestration, and crucifixion they offered me, I felt I got off lightly. Imaginative bunch. Yes. But... no great love of my medical practice. Too free with my wisdom and services. Which way they go? Down the road, that-a-way. Stay here.
Gott, die stellen mal zur Rede. Please don't go to any trouble on my account. Alles gut, alles gut. Wollt ihr jemanden erschießen heute? Are you looking for that fellow's wagon? Ja. I heard him say they was taking it to Macomb's Inn. Oh. Okay, thanks. Wirklich danke für die Info. Gibt anscheinend auch nette Leute hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Damn. Vorsichtig. Vorsichtig. Ich dachte, ich muss hier durch. Das Navi ist anderer Meinung. Aber der Wegpunkt ist doch vor mir. Die müssen ja sich geirrt haben. Ach, da ist ein Weg. Dann nehmen wir doch einfach den. Und kürzen ein bisschen ab. Müssen ja schließlich den Wagen finden. Ja, vielleicht sollte man hier dem Weg doch folgen. Der da hinten reitet relativ schnell. Sind das die Leute? Egal, den Wagen holen wir uns auf jeden Fall. Stehen bleiben, Güter des Gesetzes. Ah. Das sind Unschuldige im Sinne des Gesetzes. Na gut, weiter reiten. Wurde mir nicht als Feind markiert. Ja, bist ein gutes Pferd. Immer noch geradeaus reiten. Ich dachte, irgendwann müssten wir mal rüber. Ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich mich hier an den Teil erinnere. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber einen Wagen zurückholen, den kriegt man noch hin. Auch wenn der Wegpunkt jetzt komplett rechts abknickt. Haben ja ein schnelles Pferd ein Glück. Bin so froh, dass wir das schon geholt haben. War jetzt nützlich in einigen Situationen, vor allem auch gegen Dutch, das Wettrennen. Super, dass wir diesen Gaul hatten. Mein kleines Pancake hier. Ist doch Pancake. Ich bin mir fast sicher, dass ich es Pancake genannt habe. Wie gesagt, ist schon ein paar Tage her und sehr viele Stunden Dave the Diver. Was für ein Spiel. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Yeah, you're alright, girl. Doch, ich will hier sein. Dr. Friend of mine lost his wagon. You all ain't seen it, have you? Up with it, ain't he? You tell your friend, we gonna pay him a visit. Oh nee, das will er nicht. Der ist auch introvertiert. Ja, jetzt hinterher beschweren gilt aber nicht. Ich muss mal kurz vom Pferd. Der muss nicht in die Schusslinie kommen. Au. You ain't long for this life, you know, good bastard. Doch, doch. Daneben geschossen. Ist der andere abgehauen? Wo bist du hin? Da bist du. Sag doch was. I'll go. Ganz ruhig, ganz ruhig. Das sind die berühmten Sumpfpferde. Sobald ich hier geplündert habe, geht's wieder auf Reisen. 44 Cent. Ich dachte, die haben jetzt alle große Dollarbeträge. Aber vielleicht nur in der einen Mission. Also liegt man eigentlich auch nicht im Wasser. So, umgedreht, so ist besser. Da klappt das mit dem Atmen noch. Wenn er es denn könnte. So, irgendwas. Ja, ich würde sagen, loot mal erstmal. Und dann loot mal ein bisschen mehr und dann bringen wir einen Wagen zurück. Den netten Mann. Irgendwas noch hier? Nö. Doch, da war eine Krabbenfalle. Da könnte man die auch irgendwann mal gebrauchen. Oder teuer verkaufen. Mensch, könnt ihr nicht wie die anderen sein und viel Geld haben? Wir kennen die Antwort ja schon. Und sie ist nein. Na gut. Ja, die Frage, lohnt es sich hier reinzusehen? Würde ich mir immer die Frage stellen, was wäre, wenn wir hier reingesehen haben? Okay. Bisschen Kletterparcours. Und ansonsten kann ich nicht sagen, dass ich aktuell sehe.
Außer eine relativ schäbige Inneneinrichtung. Wir haben ja noch ein Haus. Wir haben kein Haus mehr. Na, vielleicht hier? Nein. Dann rauf mit uns. Ein ganz nettes Dock, was die hier haben. Liegt da noch irgendwas? Kann ich gerade nicht schauen. Also, zumindest Dead Eye-mäßig sieht es schlecht aus bei mir. Vorsicht, Pferd. Vorsicht, 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 Vorsicht. Schön, schön hinten hinterherlaufen. So. Das war ein cooler Wagen. Mit oben diesem, heißt es Mörser, Pfefferstempel, Kartoffelstampfer. Nee, das war's nicht. Sanduhr mit Stäbchen. Ja, ich glaube, das ist der richtige Begriff. Gut macht ihr das, Jungs und Mädels. Schaut nur, dass der Karren heil bleibt. Oh, ich glaube, die wollen mich überfallen. Die reiten schon so. Worauf soll ich mein Feuer fokussieren? Ja, waren alles. Habe ich wieder mal gut gemacht. Da ist noch eine Kutsche, die kommt, aber vielleicht. Ist das die von vorher? Nee, so langsam kann der Typ auch nicht sein. Oh, wir müssen hier runter. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Yeah. Hab noch keinen Kutschenführerschein. Hab dieses Jahr erst Motorradführerschein gemacht. Das muss erstmal reichen. Gut, und Auto seit 10 Jahren. Seit 2000. Ja, tatsächlich fast seit 10 Jahren. Alter. Und damit meine ich mich. Bin doch noch so jung, quietschfidel, leicht depressiv angehaucht oder ein bisschen stärker, aber ansonsten mit Antidepressiva läuft's, würde ich mal sagen. So. Oh, da müssen wir auch mal das Parlament an Kühen jagen und verspeisen. Das wäre doch mal was fürs Camp. Schade, dass ich Dutch davon wahrscheinlich nicht überzeugen kann. Einfach so ein Festmahl für die ganze Familie. So. Dann hoffe ich, dass er ihr weiter seinen Wagen hat, weiteren Menschen helfen kann. Und dass es im Endeffekt dann auch mir hilft, also meiner Ehre vor allem. So schlecht sind wir jetzt nicht als Person. Ein, zwei Unschuldige ermordet bis jetzt, vielleicht ein paar mehr, aber die meisten davon hatten Gil. Vorsichtig, vorsichtig. Ich glaube, ich bin einfach zu schnell für die Straßenbedingungen. Ja, da habt ihr recht, Pferdchen. Ich habe dir extra einen Weg freigemacht. Jetzt fahr und blockier die Straße nicht. Oh, Price of Wheat geht runter. Vorsicht, Vorsicht! Mister, reiten Sie auf Ihrer Spur. So, Hammer sortiert bekommen. Irgendwie. Nicht dank den anderen Leuten. Look who it is. I did not count on seeing that wagon again. Nor you for that matter. The only people you won't be seeing are the folks who took it. I take it they are the only ignorant bullying clodhoppers in these parts. Nice glory, but I yo. Can live in glorious hope. Nah, it wasn't a trouble now, was it? Nein, oh, hat Spaß gemacht. Well, let me give you something for your pleasure. Fürs Pleasure. Ich nehme Schlangenöl. How about this? Provide a man a tincture. He'll be well for a day. Teach him to make one, he might be well a while longer. I'll make sure to try and make this. Thank you. Thank you. It won't work for anything chronic. But you may not need it to. Well, see me on my travels and you're in need of something, make sure you come and say hello. Travel safe now. Mach's gut, Schür. Was haben wir da denn bekommen? Keine gute Tat. Ich dachte, das war eine gute Tat.
Bin ich blöd? Verlese ich mich? Keine gute Tat. Alphonse Renault, ein reisender Arzt, braucht Hilfe. Vielleicht war keine gute Tat, was die anderen ihm angetan haben. Okay. Dokument. Spezialarznei. Ich dachte, ich habe ein ganzes Buch bekommen. Und ich glaube, die kannte ich schon. Naja, man freut sich ja trotzdem. Wo das Buch ist, weiß ich jetzt auch nicht. Und mein Pferd? Wo hat sich das hin verirrt? Ah, da hinten hat sich's geparkt. Und das soll definitiv nicht so aussehen. Ich glaube, hier ist ein Wagen nicht gespawnt. Hier sollte ein Haus sein. Hier sollte irgendwas sein. Ist ja auch mal nett. Ist ja auch mal nett, sowas zu sehen. Sieht man nicht alle Tage. Na gut, aber ich würde sagen, zeitmäßig sind wir schon am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.